und Hitler. Hitler, stimmt. Der Garant für gute Laune, zumindest in der neuen Hollywood-Satire namens Jojo Rabbit. Für 6 Oscars nominiert, bald im Kino, jetzt schon bei uns bei Aspekte. Feldmarschall Jojo, Sie sind unser bester Mann. Johannes, genannt Jojo, ist ein ganz normaler Hitlerjunge. Eifrig, leicht beeinflussbar, nur ein bisschen ängstlich. Macht aber nichts. Er hat ja einen heimlichen Freund und väterlichen Ratgeber. Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Natürlich kannst du das. Ja, Adolf Hitler. Wenn auch nur in seiner Einbildung. Hallo, Adolf. Was ist denn los, kleiner Mann? Die nennen mich einen Hasenfuß. Jojo Hasenfuß! Sollen Sie doch sagen, was Sie wollen? Über mich haben die Leute haufenweise fiese Dinge gesagt. Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch diesen Psycho an, der wird uns noch alle umbringen. Kinder? Eine Satire über die Nazi-Zeit, das ist immer eine Gratwanderung. Regisseur Taika Waititi löst das Problem, indem er konsequent den kindlichen Blick einnimmt. Die Kindersicht auf die Welt ist sehr klar. Oh, da passiert etwas. Das ist nicht gut. Oh, das ist aber verwirrend. Das hat mich immer angezogen, dieser spezielle Blickwinkel für meine Storys. Der Neuseeländer Taika Waititi, der als Comedian und Schauspieler angefangen hat, schlüpfte selbst in die Hitlerrolle. Mit vollem Körpereinsatz, doch immer fein ausbalanciert zwischen Ernst und Albernheit. Sein kindlicher Held Jojo, mitreißend gespielt vom 12-jährigen Roman Griffin Davis, läuft treuherzig durch das untergehende Dritte Reich, bemerkt aber auch die Widersprüche. Wusstest du, dass Juden untereinander Gedanken lesen können? Aber wie würdest du sie erkennen? Sie könnten genauso aussehen wie wir. Hi. Eines Tages entdeckt er, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt. Du weißt, was ich bin. Sag es. Ein Jude. Halleluja. Oh je, das war heftig. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hab's. Ich werde verhandeln. Wir brennen das Haus nieder und beschuldigen Winston Churchill. Oder verhandeln. Er verrät sie nicht, sondern beginnt die Propaganda der Erwachsenen zu hinterfragen. Und das hat Folgen für das Verhältnis zu seinem eingebildeten Ersatzvater. Ihr scheint euch ja gut zu vertragen. Sie scheint kein schlechter Mensch zu sein. Jojo beschwört diese Idee eines Helden herauf. Aber es ist natürlich nicht der echte Hitler. Es ist eine Version von Jojo. Ein 10-Jähriger im Körper eines Erwachsenen mit einem doofen Bärtchen. Vielleicht schöpft Taika Waititi dabei auch aus eigenen Kindheitsfantasien. In einem TED-Talk erzählte der Sohn eines Maori-Künstlers und einer Mutter mit russisch-jüdischen Wurzeln einmal, wie er manisch Hakenkreuze auf Schulhefte kritzelte und sie dann aus Schuldgefühl hinter Fenstern und Häusern verbarg. Und er entdeckte, wie Bärtchen und Scheitel den Blick auf die Welt verändern. Der liebevolle Blick auf Außenseiter ist Waititis Spezialität. Er brachte einsame Seelen auf ungewöhnliche Art zusammen, erzählte humorvoll von zerrütteten Maori-Familien. Er schilderte die Alltagsprobleme einer Vampir-WG als Fake-Doku. Und seit er Teil 3 der Thor-Saga mit einer Humorspritze aufpeppte, traut ihm Hollywood alles zu. Zum Beispiel Geschichtsunterricht mit Witz. Du bist kein Nazi, Jojo. Du bist ein 10-jähriger Junge, der gerne in lustigen Uniformen herumläuft und zu einem Verein dazugehören will. Komödie war immer eine mächtige Waffe gegen Unterdrücker und Vorurteile. Humor als Frage der Haltung. Waititi zitiert da gern die Geschichte von Groucho Marx, dessen Tochter in den 30er Jahren nicht in den Swimmingpool des Beverly Hills Country Club durfte, weil sie Jüdin war. Er schrieb einen Brief an den Club. Um ehrlich zu sein, sie ist nur halb Jüdin. Darf sie wenigstens bis zur Hüfte ins Wasser? Das ist ein großartiger Weg, an der Dummheit und Rückständigkeit zu rütteln und den Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Jojo Rabbit ist lustig, anrührend, lehrreich und verrückt. Und Taika Waititi reiht sich mit Recht in die Riege seiner Vorbilder Chaplin, Groucho Marx und Mel Brooks. Yorkie? Jojo! Oh Gott, es ergibt alles keinen Sinn mehr. Du sagst es, es ist sicher keine gute Zeit, um ein Nazi zu sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Nächste Woche dann bei uns im Kino. Jetzt hat Jojo Rabbit, wie gesagt, 6-mal die Chance, einen Oscar zu gewinnen. Und Regisseur Waititi ist ganz aktuell auch im Gespräch für die Inszenierung eines neuen Star-Wars-Films. Star Wars Teil 10 könnte also im wahrsten Sinne des Wortes heiter werden. Sich ins